Hallo Kuckuck, hier ist dein Montag, hier ist die rote Bar mit dem kleinen Teaser. Hallo Till Bolz, willkommen zurück. Ja, grüß dich Matthias, ja servus. Ja servus, bist gerade wieder angelandet, ja? Bin wieder gelandet, bin wieder da, kann wieder losgehen, auf geht's. Wann bist du wiedergekommen, gestern? Ich bin zurückgekommen es war der, lass mich kurz überlegen, 27. Ja, also am Samstag tatsächlich. Jetzt kommt diese Woche eine neue Folge der Roten Bar, heute mit einem kleinen Teaser und wir wollen heute in diesem Teaser mal auf unsere Reaktion gucken, denn wir haben wieder sehr viel Feedback von euch bekommen. Und ja, und ich hab nichts mitbekommen, deswegen musst du mir alles vorlesen. Ja. Du kannst ja mal darauf reagieren einfach. Zunächst ein Feedback von Monsignore Brunetto. Guten Abend, die Herren. Bei Instagram schreibt er uns an Rote Bar Podcast. Es wimmelt ja vor lauter Podcasts im Netz und ich bin froh, dass ich so verrucht bin und bei dem Namen Rote Bar hängen geblieben bin. Ist doch gar nicht verrucht hier. Ich bin wirklich ein wirklich feiner Dialogcast mit tiefsinnigen Pointen und dunklen Sprachspielen. Ich kann dabei gut entspannen und bin bisher nicht eingeschlafen, aber ich frage mich manchmal, warum Männer selbst sich oft diesen Patriarchenschuh anziehen, der von Feministinnen so pauschal verteilt wird. Es werden ja Männer und Frauen gleichermaßen unter Druck gesetzt und lassen sich ja auch unter Druck setzen. Also ich kenne auch Männer, die ihre Freundin zu bestimmten kosmetischen Eingriffen zwingen, kenne aber auch Männer, die von ihren Frauen misshandelt wurden. Wer befreit die Männer, will man manchmal fragen. Also hier so ein bisschen Whataboutism. Das hatten wir mal als Thema. Deswegen. Bitteschön, gut, ein bisschen weniger Krankheiten als Gesprächsstoff wäre ganz nett. Ja, vielleicht nochmal die Frühblüher in der nächsten Ausgabe, mal gucken. Vor Jahren war das Thema ja ausschließlich Rentnern vorbehalten. Tim Bolz, vielleicht. Wir nähern uns ja an. Ja, das ist, sorry an dieser Stelle. Da können wir leider nichts dagegen machen, das ist genetisch so festgelegt. Wahrscheinlich lassen sich jetzt viele durch die ganzen Vorsorgeuntersuchungen es recht verrückt machen. Liebe Grüße, vielen Dank an das schöne Feedback von Monsignore Brunetto. Und dann haben wir noch ein Feedback von Nadja. Hallo ihr zwei, ich möchte nur mal eben loswerden, dass ich euch ganz großartig finde. Ihr seid seit geraumer Zeit für mein entspannt friedliches Einschlafen verantwortlich. Vielen Dank. Gruß an Nadja. Danke, schön. Ja, Rote Bar Podcast, da könnt ihr uns auch schreiben oder auch eine Voicemail schicken, so wie der liebe Sven aus Bremen das getan hat. Moin Matze, moin Tim. Also die Priminale ist dieses Jahr vom 3.7. bis zum 7.7. Und in meinen Augen wäre das perfekt geeignet für einen Auswärtspodcast. Die Einladung steht. Ja, sorry für meine Stimme, aber die liegt noch in wunderschönen Groningen. Dort war ich nämlich von Freitag bis Sonntag mit einem Junggesellenabschied von meinem Stammtischbruder Jule. Zeitgleich war da auch noch der Koningstag. Der Hammer, sag ich euch. Ein riesiges Fest, Live-DJs auf dem Marktplatz, Frikandel aus dem Automaten und einfach eine geile Stimmung. Ja, absolut empfehlenswert. Liebe Grüße aus Bremen, viel Spaß beim Podcast. Bis dann. Ciao, ciao. Ach, prima. Vielen Dank, möchtest du reagieren? Vielen Dank, Sven. Sven, du entwickelst dich langsam zu unserem Auslandskorrespondenten. Vielleicht sollten wir da mal über eine Kategorie nachdenken, wo er regelmäßig auftaucht. Aber vielen Dank, mach weiter so. Ja, und gucken wir mal mit Bremen im Juli, ne? Wer weiß. Also wir wollten ja schon mal nach Bremen kommen, hat nicht geklappt. Vielleicht kriegen wir es dieses Jahr unter. Schauen wir mal, oder? Martin? Ja, ich war ja schon da. Mehr dazu auch in der kommenden Ausgabe vom Rote Bar Podcast. Und dann haben wir noch eine Reaktion von Lene. Sie fragt, wie seht ihr euch eigentlich selbst in der Roten Bar? Als Moderatoren, als Journalisten? Ich würde mal eher sagen, als Künstler. Oder wie siehst du das? Ich sehe mich als 10% Alkoholiker an so einer Tresenkneipe sitzen da. Also sonst sehe ich mich gar nichts. Das ist weder so journalistisch anspruchsvoll, noch habe ich irgendeinen Anspruch daran. Wir unterhalten uns einfach nett. Und und wenn der Barkeeper, das heißt alle anderen da draußen, die uns zuhören, ab und zu mal das gut findet oder auch nicht, dann ist das wunderbar. Ansonsten quatschen wir zwei halt. Also ist so ein bisschen, klingt ein bisschen wie Ernest Hemingway bei dir. Ja, finde ich super. Das ist gut. Ich fühle mich wie Ernest Hemingway. Ja, und dann haben wir natürlich wieder jede Menge Reservierungen auch reinbekommen an unsere Mailadresse mail@rotebar.de. Und zwar, wie ihr wisst,
hat ja die Rote Bar in Frankfurt, ja rotebar.com, aber trotzdem erhalten wir immer noch viele Reservierungen, wie von Melanie zum Beispiel. Für Karfreitag gab es eine Reservierung, möchte für zwei Personen am Tresen reservieren. Bitte bestätigen Sie. Wir haben natürlich bestätigt. Ich hoffe, Sie hatten natürlich Spaß. Natürlich, wir bestätigen alles, natürlich. Die Familien feiern. Das war der Teaser für heute, eine neue Ausgabe, und wir haben uns gedacht, komm, es ist ja 1. Mai in diesem Jahr, deswegen in diesem Jahr oder beziehungsweise in dieser Woche die neue Ausgabe gibt es diesmal schon einen Tag eher, nämlich am 1. Mai. Also, viel Spaß mit unserer neuen Folge, die am 1. Mai veröffentlicht wird. Die könnt ihr euch quasi direkt schon am 1. Mai um kurz nach Mitternacht reinpfeifen. In den Handkarren mit reinpacken, wenn ihr um die Häuser zieht. Ja, genau. Tag der Arbeit. Wir legen sie nicht nieder. Wir senden für euch einen schönen Feiertag in dieser Woche und einen schönen Wochenstart nochmal von uns. Ciao, tschüss aus Köln. Und Frankfurt. Tschüss. Dann, ciao.